Moin Leute, herzlich willkommen zu Let's Play Vampire's Dawn Reign of Blood in Astion. Ich bin noch zu schwach, um da irgendwie rumzuturnen. Verzeihung. Deswegen habe ich mir gedacht, komm, wir schauen uns weiter andere Städte an, ganz viele Nebenquests annehmen und sie dann nach und nach erledigen. Übrigens, dieses Chipset, das ist Greglyph aus Terranigma. Speicherstein. Teleporter. Sehr schön. Oh, Klingenhandschuhe. Ne? Weil so, das ist für mich der leichteste Weg, in Anführungsstrichen, erstmal an gute Items zu kommen. An, ja, Geld. Das will wiederum... Hey, ihr da, Finger weg von meinen Kisten. Ne? Schätzchen. Let us talk. Was wollt ihr kaufen? Also, wenn ich ehrlich bin, dich... Es ist noch zu hell? Dein fucking Ernst? Hier ist niemand. Ach Gottchen. Nehmen. Scheiße. Das hast du Glück gehabt, du Pisser. Wenn ich mir merke, dass ich, dann komme ich hier wieder und dann werde ich dich wirklich einfach mal vernichten. Umwandeln, weil ich dir den Scheiß wegnehme. Den du wie den Hamster da bunkerst. Das sag ich dir, du Früchtchen. Naja. Kann man jetzt hier irgendwie auch so halten von dem, was man möchte. Schauen wir mal. Astion ist insofern wichtig... Hier hat einst Winston Waynard in der Kirche seine flammende Rede gehalten. Das werden die uns ja auch immer wieder auf der Nase binden. Seit wohl neun Astion, was? Da kann man so sagen, naja, viel gibt es nicht zu sehen, aber dafür haben wir die Kirche, wenn er vor vielen Jahren seine berühmte Ansprache gehalten hat, was das diese Vampire betrifft. Ja, das war hier, ja, ansonsten gibt es hier noch ein Tunnelsystem. Wenn wir es vor retten, ja, das ist, die Stadt im Schatten. Im Nebel, das Dorf des Nebels hier, Naruto! Hallo. Sag mal, finden wir hier Geschäfte? Gutes Geschäft, es gibt eigentlich nur ein einziges. Nur von Geschäft ist auch wirklich nicht gut. Weil immerhin auf dem westlichen Teil mehr gibt es hier nicht zu sagen. Gut, hier gibt es auch nochmal einen Tunnel. Tunnelgegend, wunderbar. Also ich versuche so gut wie es geht, da halt nicht so oft ein Session-Tuch zu schneuzen, aber ich kann nichts versprechen. Alter, meine Nase, Junge, die ist voll. Das war auch heute bei der Kosmetikerin super unangenehm. Ach ja. Ja, K.A. Ein großes K. steht da drin. Merkwürdig, ein großes A. Ich weiß, wofür das steht. Nicht für keine Ahnung, sondern Kinder der Apokalypse. Ja, habe ich gespoilert, die kleinen Süßen. Snuggles. Nee, auf jeden Fall... Konnte ich ja meine Hände nicht benutzen. Oh, ich hab gedacht, scheiße, mir läuft die Rotze aus der Nase. Wie unangenehm und peinlich das ist, ne? Das war mir wirklich, wirklich, wirklich unangenehm. Oh nein, hoffentlich merkt sie es nicht. Ich muss schon den Kopf schon halten. Oh nein, und dann hoch und dann... Oh. Und einmal musste ich auch niesen. Und dann sagt sie nicht so lieb. Die hat das gar nicht, glaube ich, gemerkt, dass ich da voll die Rotzfahne hatte. Und dann auch noch so... Ah, oh, wegen dem Staub, ne? Weil wenn man... Ich so, nee... Alles gut. Oh, das war echt blöd. Achso, die einsame Frau, das bin übrigens ich. Ich empfehle Shanna, eine kleine Stadt im Süden. Shanna? Ich habe noch nie davon gehört. Und ihr meintet, finde ich mein Traummann? Vielleicht. Aber in Astion bestimmt nicht. Ihr habt recht. Gleich morgen werde ich nach Shanna reisen. Dank. Ja, genau. Wir können nämlich auch noch Leute nach Shanna locken, quasi, um es halt als Blutbank zu befüllen. So, also von Asgas Schloss aus gesehen, ist das nämlich nicht dumm, sondern ziemlich schlau, dass man so ein privates kleines Bankett quasi hat. Okay, sorry. Wohin wollen Sie wohl wissen? Also, wenn man, kann ich wirklich sagen, aber es heißt, westlich von hier im Wald soll ein alter Piratenschatz versteckt sein. Okay, Piratenschatz. Ich hoffe, ich kann das irgendwo nochmal nachlesen. Was es alles für Queste gab, wo was war, aber ich befürchte, das war nur Vampire's Dawn 2. Das hätte ich mir persönlich dann jetzt hier auch schon gewünscht. So, dann gehen wir in meine Church, ne? Ich bin hier dein Sightseeing-Guide. Guten Tag, Pater. Willkommen in unserer Kirche, der bekanntesten Kirche überhaupt. Wieso bekannt?
weil hier vor etwa 400 Jahren unser Erlöser Winston Wayne hat seine Rede gehalten hat, mit der er den Heiligen Kreuzzug begangen hatte. Deshalb. Das war genau hier? Ja, genau hier. Und wir haben alles so gelassen, wie es vor etwa 400 Jahren aussah. Oh, deswegen so morsch, ne? Deswegen ist es ja auch ein bisschen leer für meinen Geschmack. Aber Winston wollte diese Schlichtheit. Kein Wunder, dass ich mich an diesem Ort nicht besonders wohlfühle. Wie meinen Sie das? Ach, er meinte, es geht ihm nicht gut. Deswegen werden wir uns jetzt verabschieden. Oh, na schön, aber kommt bald wieder. Oh, das ist ja echt zum Kotzen. Jetzt bleiben wir mal stehen. Willkommen, meine Kirche. Meine Kinder, meine Kirche, ja. Wenn ihr Frieden sucht, seid ihr richtig. Betet und befreit euch von euren Sünden. Spendet und befreit euren Geist von der Geißel der Bosheit. Nun, wir wollen die Kirche nur mal besichtigen. Ach, vor langer Zeit. Ihr seht mich eigentlich, ehrlich gesagt, hier überhaupt nicht. Die 200 Jahre. Gott persönlich schenkt ihm dieses lange Leben. Er reagierte weise über die Kirche und die Menschen. Doch eines Tages verstarb auch er möge seine Seele. Ja, nee. Ich hab was im Hals sitzen. Wenn er Geburt für zu Wayne hat, ja, aber ich denke, er wird wiederkommen. Ja, 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 ich bin... Warum kann keiner... Junge, warum ist noch niemand auf die Idee gekommen und gesagt... Digga, ich bin es, euer Vincent. Ich bin wiedergeboren worden als Schafskopf. Als mein Adanus, Junge. Hätte ich mal gemacht. Ja, 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 ja. Können wir das bitte... Ja, 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 das, die Kirche muss es nicht wissen. Die Kirche vermisst ein wertvolles Kreuz. Wir wissen nicht, wie es abhanden kommen konnte oder wer es gestohlen hat. Vielleicht hat das Schwinden von Schwester Miriam mit zu tun. Ja, ja, das nehme ich auf jeden Fall eine Queste. Ja, natürlich. Das können wir mal erst später machen. Also, recht spät, sagen wir es mal so. Da werden wir mehr oder weniger über ihre Leiche stolpern. Das ist jetzt schon mal wieder gespoilert und, ja... Also da ist ein unwichtiger Nebencharakter ist wie Hufflepuff, kann ich ja wohl verkünden, dass sie ein Ableben gefunden hat. Ob sie es in den Himmel geschafft hat, das weiß ich allerdings nicht, da kann ich dir nicht sagen. Hast du irgendwelche Infos für mich? Also ich skippe hier so ein bisschen die Dialoge. Ja, weil die meisten halt eben nicht wirklich fruchtbar sind. Dann haben wir hier... Oh ja, ein Rira-Rätsel, das ich jetzt... Oh, nee. Ja. Wow. Wir machen das ganz wunderbar. Guck. Das ist... echt eine Herausforderung. Der Schalter ist übrigens, glaube ich, nur zum Resetten da. Wow. Hat sich jemand echt viel Mühe gegeben. Ja. Ja, haben wir es gleich? Achso, ich wollte gerade sagen, ich sehe es gerade nicht. Naja, da ist die Stadt wohl kaputt gegangen. Wir kommen da jetzt dran. Für eine Blutrune. Nicht schlecht. Müssen wir mal die ganzen Runen einsetzen, ne? Wo hab ich die denn? Wahrscheinlich hier unten, ne? Lebensrune. Der hat schon so viel, aber ist auch Level 8. Scheiß drauf. Bei Elaine ist das, glaube ich, ganz sinnvoll. Es hat eben meine Magierin in dem Sinne, hatte ich das immer so gemacht. Okay. Verzeihung. Ne, krank sein nervt echt. Ich krieg, sorry, nachts keinen Schlaf. Wenn du bis in der Puppen wach bist, du willst einfach nur pennen und kannst einfach nicht schlafen. Das nervt schon dezent. Mit dezent meine ich, das nervt total. Halt Ausrüstung, ich hab irgendwie... Hm. Die erstmal... Die Magierin sollte auf jeden Fall Elaine bekommen.
Das finde ich schon ganz wichtig. Ja, okay. Können wir mal verkaufen, würde ich sagen. Ja, ich habe leider nicht viele gute Waffen. Ich habe hier nur Scheiß. Schutzmäntel muss ich auf jeden Fall auffahren. Zwei Silberbarren. Ey. Das lasse ich erstmal noch im Inventar. Wir können auch weg. Naja. Das Ding ist, bei ihr brauche ich gar nicht versuchen, bei den Händlern, die merken das ja, wenn man was in Anführungsstrichen klauen möchte. Von daher juckt so viele Bücher und keins davon interessiert mich. Junge, was meinst du, wie es mir geht? Und in meinem Studium war es genau der gleiche Scheiß. Wie süß sie ist. Hallo, habt ihr schon gehört, dass es am See westlich von Oja spuken soll? Das klingt interessant, vielleicht sollten wir uns mal umschauen. Ja, aber ich muss schauen, du lieber Emily, sag doch, es spukt. Nicht, es spuckt, es spukt. Ein Glück wohne ich weit entfernt und ihr solltet dort wirklich nicht hingehen, wenn du meinst. Naja, ich meine. Ich meine und ich meide. Was schafft mir die Ehre eures Besuchs? Wir wollten einfach mal vorbeischauen und nach irgendwelchen Neuigkeiten fragen. Gib mir Quests, gib mir Infos. Wie, was ist das denn? Ich habe keine Neuigkeiten für Fremde wie euch. Meine meins, du bist eine blöde Pissnelke, Alter. Ich werde dir in die ganzen Blumen hier reinpissen. Nur vorher trinke ich irgendwas Ekliges. Am besten irgendwie Spargel oder so. Dann riecht das hier nach Pissi-Spargel. Alter, bäh. Nee, hier drinnen war ich noch nicht. Das wüsste ich, wenn ich hier was ausgeraubt hätte. Stahlschild! Nehme ich. Schön. Change my mind. Nettes Bett. Hast du noch irgendwie was in der Brusttasche oder sowas mitnehmen kann? Hallo, wie geht's? Naja, geht's so, aber wieso fragst du? Ach, nur so aus Höflichkeit, nichts weiter. Gibt es vielleicht irgendetwas Interessantes zu erzählen? Nee, eigentlich nicht. Also ganz ehrlich, ich würde mal sagen, Digga, was machst du hier mal im Schlafzimmer? Na schön, na schön. Ich glaube, vielleicht hat der werte Herr Gemahl hier irgendwie was Interessantes. Oder warten Sie mal, bevor ich mich mit Ihnen auseinandersetze. Geil! 104 Live. Vielen lieben Dank, ey, bester Bra. Hey, Sie sind wohl auch so Leute, die einfach jedes Haus betreten und anzuklopfen, was? Ja, eigentlich schon. Pech für Sie, dass ich solche Leute nicht aufstehen kann. Verschwinden Sie. Alter, trotzdem, danke für deine 104, du Pisser. Die haben geschmeckt. Lecker Schmecker. Fledermausmantel. Dann gehen wir dann noch. Unten. Ja, wir gucken nämlich mal hier so ein bisschen. Ah ja, das war diese Pennerstadt. Ne, Istar. Istar finde ich auch ganz schön. Das sieht ein bisschen aus wie Wolverine. Willkommen in Istar, Fremde. Soll ich euch ein bisschen den Stadtaufbau erklären? Nee, jetzt gerade nicht, danke. Ja, ich werde mir schon... Alter, ich habe überhaupt keinen Orientierungssinn. Also ich werde mich definitiv verlaufen, aber ich denke, da bekomme ich klar. Also mal gerade gucken, was habe ich hier? Da, da, dies, das und ganz viel anders. Ein Trakt der Ewigkeit, dankeschön. Hallo. Oh, hallo. Was ist los? Du klingst so bedrückt. Ach, ich fühle mich so einsam. Hast du keine Freundin? Nee, das ist es ja. Hier in der Stadt wird keiner mit mir ausgehen. Hm. Naja, in anderen Städten schon probiert, eine Frau zu finden? Hey, wir haben jemanden nach Shannan geschickt. Das wäre genau die richtige für dich. Eine andere Stadt? Ach, nein, denn ich weiß überhaupt nicht, wo ich gehen konnte, um eine gute Freundin zu finden. Wie wäre es denn mit der harmonischen Stadt Shannan? Shannan? Das ist diese Stadt auf der kleinen Insel im Süden. Genau, ich habe da gehört, da soll es viele nette Frauen geben. Und leere Häuser gibt es auch. Also sollte ein Umzug deinerseits überhaupt kein Problem darstellen. Du hast recht. Ein Umzug wird mir gut tun. Auf La Chana. Sag mal, Aska, warum La Chana? Ach, ich habe mir gedacht, nachdem ich heute etwas aufgeräumt habe, könnte man die Stadt mit auserwählten Leuten wiederfüllen. Außerdem haben wir so immer eine Stadt voller guten Menschenblut. Und sonst steckt da nicht mehr hinter? Nö, eigentlich nicht. Einfach nur bevölkert euch und gebt mir euer Blut. Ist ja an sich gar nicht mal so dumm, ne? So aus vampirtechnischer Sicht. Oh Gott. Oh, hat richtig weh getan. Schluck auf und dann ist es hier auch hinten so ein bisschen geschwollen. Und wenn dann immer Druck drauf kommt. Huha, huhi. Das tut nicht gut. Sorry.
Ich glaube, das war auch so eine arrogante Foot, ne? Aber Nordenschild, ey, guck mal. Ich sag doch, hier ist der geilste Scheiß überhaupt. Gratis. Warum soll ich dafür teuer Geld bezahlen? Hallo, haben Sie das Neueste gehört? Elfriede soll nun ein unehrliches Kind bekommen haben. Ja, so war das aber auch. Ja, was für ein Skandal. Das Kind ist bestimmt von ihrem Geliebten und ihr eigentlicher Freund weiß davon natürlich nichts. Aber ich glaube, ich werde mal gehen. Puh, das ist einfach nicht an meinem Klatsch und Tratsch interessiert. Naja, genau wie mein Mann. Männer sind doch immer gleich, Herr Dücker. Was interessiert mich fucking Elfriede? Ich will doch einfach nur wissen, wo ich hier was holen kann. Hast du nicht irgendwie so eine Quest? Bewässer meinen Blumenkasten und ich mach das und ich krieg da irgendwie 20.000 Filar und bin eine gemachte Frau. Hallo. Marlenes Onkel. Ach, Marlene. Hallo. Sorry, das war meine Nase. Schönes Haus haben Sie hier. Hören Sie, wenn Sie nichts Konkretes von mir wollen, dann gehen Sie bitte. Na schön. Also, bestimmt wollen wir später mal was. Marlene sagt mir was, aber ich weiß gar nicht mehr was. Habe ich nicht Brief unterhalten? Oder war es irgendwo anders? Juckpulver. Und wer bist du? Hallo. Hallo, wie kann ich euch helfen? Ich weiß nicht. Vielleicht interessiert es euch ja, dass ich östlicher Stadt einen wunderschönen Platz im Wald gefunden habe. Dort ist es sehr schön. Hab ich schon erwähnt, dass der Platz wunderschön ist? Bisher habe ich niemandem davon erzählt, denn ich will nicht, dass alle davon wissen. Aber euch kann es ja verraten. Ihr sagt es doch nicht weiter? Nein, natürlich nicht. Die ist ja gut. Macht doch gleich einen Aushang am Brett, Dicker. Ich habe einen wunderschönen Platz gefunden. Er ist wirklich sehr schön. Man wird auch gar nicht von irgendwelchen Bienen gestochen oder Ameisen gepiekt. Ich bin total schön. Ja, Papa, ja. Papa ist der Beste. Bald sicher der Blutleerste. Nein! Kommt auf einmal, wenn wir nett sind, dann nicht. Hi, Fiole. Wunderbar. Geh mal weg, junger Mann. Ich muss hier mal alles ausräumen. Du stehst im Weg. Ich kann ihn gar nicht ausrauben. Hallo. Hallo. Ich beschäftige mich wie meine Frau mit mystischen Schreien. Wir haben gemeinsam schon so einige Erkenntnisse gewonnen. So wissen wir, dass es in etwa 4 bis 6 verschollene Schreine auf dieser Erde gibt. Allesamt voller magischer Energie. Um diese Energie nutzen zu können, muss man verschiedenfarbige Steine besitzen und sie an den Schreinen benutzen. So stand es jedenfalls in einigen alten Aufzeichnungen. Für jeden Schrein gibt es einen farbspezifischen Stein. Das ist ja schon eine Menge vom Wissen über diese Schreine. Ja, durch jahrelanges Durchsuchen alter Schriften und ähnlichem Wissen wie heute schon ziemlich viel. Aber jetzt lass mich bitte ein bisschen nachdenken. Warum erzählst du uns das? Ich würde das überhaupt nicht erzählen wollen. Ich würde das für mich behalten und dann einfach dumm dreist fragen. Ach, haben sie schon wieder so einen farbigen Stein? Ja, darf ich mal sehen. Aber was wollen sie dafür haben? Oh, das ist immer hübsch. Hallo, ihr wisst nicht zufällig etwas über den Schrein der Luft? Schrein der Luft? Anscheinend nicht. Also, der Schrein der Luft soll voller magischer Energie sein. Um einen Teil dieser Energie zu erhalten, muss man bestimmte Steine verwenden. Ich habe gehört, dieser Schrein soll irgendwo in den Bergen sein. Leider weiß ich nichts Genaueres. Hm. Ich bin ehrlich, ich habe den nie benutzt. Nie. Nie. Die waren mir irgendwie immer so nervig, die Schreine. Hab die ignoriert. Und wie soll ich sagen? Ich habe es trotzdem durchgespielt, das Spiel, ohne die Steine und Schreine jemals zu benutzen. Die Steine habe ich immer verkauft, weil die mir einfach im Piss gegangen sind. Wenn man die verkaufen konnte. Ich bin mir gerade nicht mehr so sicher. Es ist halt, wie gesagt, echt ellenlange her, dass ich One Post Down gespielt habe. War ich schon hier unten? Ich kann mich gerade nicht mehr erinnern. Ja, so viel zum Thema Orientierungssinn, ne? Nee, hier war ich noch nicht. Das finde ich gut, aber die alte, die werde ich trotzdem einmal aussaugen. Ich brauche Blut. Hab keinen Bock auf hier. Turn up. Turn up. Einmal aussaugen. Nur mein kleines Snacky machen. Tut das gut. Was habt ihr in diesem Haus zu suchen? Sorry. Wir wollten uns nur ein bisschen Unsinn mit Leuten reden. Ja, aber sicher. In Wirklichkeit seid ihr doch Diebe, die jedes Regal durchforsten und wenn sie dort nichts finden, die Einwohner ausrauben. Nein, sind wir nicht. Seid ihr doch. Seid ihr doch? Ich hab's gewusst. Diese Gören sind doch alle gleich. Lecker. Ein Schmackofatzki. Und sie hat recht. Also, ich meine, ich raub sie jetzt persönlich nie aus. Aber ihre Regale und alles, was nicht nied- und nagelfest ist. Ich klaue auch die scheiß Feder vom Hut. So. Lassen Sie sich nicht stören. Ich untersuche das mal hier. Ah ja, die alte, die Schlaftante, ne? Ja, die ist immer müde. Die ist wie ich. Ich bin auch immer müde. Schilddrüsenprobleme, Madame.
Oh ja, lass mich bitte mal schlafen. Oh, schon weh. Entschuldige, wir wollten dich nicht wecken. Na, dann geh bitte. Ist das so eine Familie? Wenn ja, warum haben die so Einzelbetten? Das ist so eine Kommune. Kommune der Freiheit. Bist du da rein, der Winkler? Hallo, kann ich euch helfen? Nee, aber vielleicht können wir dir helfen. Jetzt, wo ihr fragt, da gibt's schon eine Kleinigkeit. Worum geht's denn? Nun, ich bin schon länger auf der Suche nach einem Talisman für meine Tochter. Sie verreist bald und dann möchte ich nicht, dass ihr was passiert. Wir sollen einen für dich besorgen. Ja, wenn ihr das für mich erledigen würdet, wäre ich euch echt sehr dankbar. Aber Mama, wunderbar. Kommt zurück, wenn ihr einen aufgerichtet. Ich habe einen Talisman. Also, den habe ich im Inventar. Ja, haben wir. Hier ist er. Oh, vielen, vielen Dank. Ihr konntet gar nicht vorstellen, was mir gefallen getan habt. Jetzt muss ich mir meine Tochter keine Sorgen mehr auf ihre Reise machen. Nehmt diesen Ring, der sich schon lange im Besitz meiner Familie befindet. Ich persönlich finde ihn zwar ein bisschen gruselig, aber ihr werdet euch daran hoffentlich nicht stören. Boah, Digga. Yes, Mann, das meine ich, ne? Schöne Nebenquest. Hast gesehen, schmeckt richtig. Weißt du, was auch schmeckt? Dass ich den Part jetzt beende. Das heißt, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch Spaß und Wave.